Damen zum FCA wird immer konkreter, meine Lieben. Es ist unglaublich, wie schnell das jetzt einfach um die Welt geht. Plättigol Plettenberg hat jetzt ebenfalls bestätigt, dass es bereits eine mündliche Vereinbarung zwischen den Spieler und Augsburg gibt. Der Vertrag soll etwa bis 2026/27 gehen, also langfristig. Jetzt geht es halt um den Ablösepoker. Da muss man sich einigen. Es soll aber nicht so leicht sein. Grundsätzlich würde ihn Mainz ziehen lassen. Man muss aber jetzt natürlich um die Ablöse noch verhandeln. Der hat noch Vertrag bis 2023, wollte nicht verlängern. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall noch runterhandeln. Sprich, ich glaube, dieser Deal wird zu 80-90% erhöhe ich sogar durchgehen. Damit wäre Ginkiewicz auf jeden Fall nicht mehr die Nummer 1. Ich habe schon eine Abstimmung hier in der Community gestartet. Ihr stimmt da schon fleißig ab. Viele sehen da Damen als Nummer 1. Ja, ihr habt auch schon fleißig Kommentare abgegeben. Finde ich sehr gut. Rafa ist ein sympathischer und guter Kerl, aber er hat stark abgebaut. Jeff und Kalli würde ich verkaufen. Sind auch nicht mehr auszuhalten. Das ist jetzt hier ein bisschen hart, aber man merkt schon, der FCA möchte den Kader auch verjüngen. Das ist eindeutig. Wenn Damen kommt, würde ich sagen, dass Ginkiewicz verkauft werden soll. Schreibt ihr ein Mitglied und bin eindeutig für einen Torhüterwechsel. Ginkiewicz war letztes Jahr schon nichts mehr. Nach Hitz hatten wir keinen Torhüter, der über mehrere Jahre konstant gut im Tor war. Also ist hier relativ eindeutig pro Damen. Das wäre ein richtig geiler Transferhammer und ist ein richtiges Torwarttalent. Also da ist der Tenor schon wirklich sehr, 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 sehr gleich in der Community. Ihr seid da sehr begeistert. Denkt bitte mal dran, ich mache zu vielen Videos und vielen Themen, die wir haben, eine Community-Umfrage. Einfach bei dem Channel auf Community gehen, oben im Reiter. Momentan haben schon 8 Leute abgestimmt. Alle haben dafür gestimmt, dass Damen die Nummer 1 werden soll, falls er kommt. Rafa bleiben. Zu Damen selber ist ein spielstarker Torwart, so wie ich jetzt noch neu erfahren habe. Man möchte einen, der hinten aus Fußball spielen kann. Also sehr, sehr geil. Auf der Linie auch ebenfalls gut und halt groß mit 1,88. Ist halt schon ein neuer Stil-Torwart. Man möchte ihn lange binden. Er soll längerfristig hier die Nummer 1 bleiben. Und Rafa Ginkiewicz soll wirklich verkauft werden, wenn dieser Deal durchgeht. Das sind momentan die Nachrichten, die sich hier so um die Welt schlagen. Er wird dann eher nicht bleiben. Man will dafür auch dann Ablöse noch kassieren. Und man würde für Rafa Ginkiewicz auch noch ordentlich Geld bekommen. Er ist ja immer noch ein guter Torwart. Ist ja nicht so, dass er unterirdisch gespielt hat. Ne? Da sind bestimmt auch Interessenten da. Bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Zu Damen selber. Wie gesagt, ich mache sie jetzt nochmal. Bei dem ersten Video habe ich so schnell runtergerattert, also so auf Mainz gesagt. Er kommt von der FSV 05 Jugend, ist dort in die B-Mannschaft hochgekommen und möchte halt jetzt einfach Spielpraxis sammeln. Robin Zentner ist dort als Nummer 1 bestätigt worden und ab dem Moment, wo ihm das gesagt wurde, hat er gesagt, nein, ich möchte spielen, ich möchte zu einem Verein gehen, der mir das garantiert. Der FCA möchte ihn scheinbar als Nummer 1, sonst würde er nicht auf diesen Wechsel pochen. Man ist sich mündlich einig, man muss sich, wie gesagt, jetzt nur noch um die Ablöse kümmern und ich denke, dass das bis zeitnah, vielleicht die nächsten 2-3 Wochen passieren wird. Soll noch zähe Verhandlungen bevorstehen, aber man denkt, dass es zum Deal kommt. Hier meine Wechselwahrscheinlichkeit, wie gesagt, 80-90% sogar. Also, das ist jetzt so das aktuelle Video. Vorhin habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Und ich denke, dass dieser Torwart kommen wird. Ich finde es gut, dass wir ein bisschen verjüngen wollen. Man will jetzt halt auch alter eingesetzte Spieler, die schon länger bei uns sind, scheinbar so langsam. Ja, man kann halt nicht auf Krampfspieler ewig halten, egal wie verdient sie sind. Man muss halt leistungsorientiert denken, auch zukunftsorientiert. Bei uns geht es halt auch um den Klassenhalt, um sportliche Leistung und Zukunft. Und es ist definitiv ein sehr spannender Torwart. Ich bin auf jeden Fall pro Damen und mal schauen, was passiert. Denkt wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und let's go, Leute. Danke für die schnellen Kommentare. Immer ihr bombardiert hier wirklich momentan den Kanal mit Daumen nach oben und Kommentaren. Ich baue eure Kommentare ja sehr gerne in die Videos mit ein, weil ihr sollt auch Teil der Videos sein und Teil dieses Ganzen. Und deswegen kann ich gar nicht immer so schnell mehr antworten. Ich nehme aber für jeden Kommentar mehr Zeit und lese wirklich jeden durch und baue die sehr gerne hier in die Videos mit ein. Ich hoffe, ihr versteht es. Euer Dennis und danke für alles. Ciao.